Ja, vielen Dank, lieber Martin, und vielen Dank an die vielen Menschen hier heute auf dem Dr. Ruhrplatz, die mit uns zusammen gegen den Krieg und für den Frieden demonstrieren. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind in Gedanken und Solidarität bei den Menschen im Krieg in unserer Partnerstadt Donetsk, wie bei den Menschen in Kiew, in Kharkiv, Mariupol und den vielen anderen Orten, die nun vom Terror des Krieges heimgesucht sind und um ihr Leben fürchten müssen. Krieg ist immer ein Verbrechen. Und Russland muss diesen Krieg beenden und stoppen, und das sofort. Die Invasion Russlands in die Ukraine ist ohne Wenn und Aber zu verurteilen. Dieser Krieg ist ein gravierender Bruch des Völkerrechts, und der Einmarsch in ein anderes Land ist durch nichts zu rechtfertigen, weder durch Verweis auf eigene Sicherheitsinteressen noch durch ebenfalls völkerrechtswidrige Handlungen der NATO. Russland muss den völkerrechtswidrigen Angriff abbrechen und seine Truppen umgehend zurückziehen, um diesen wirklich sinnlosen Krieg zu beenden. Und deshalb fordern wir einen sofortigen Waffenstillstand und einen Rückzug der russischen Truppen. Bochum ist die Stadt des Friedens, liebe Freundinnen und Freunde. Und von hier aus rufen wir dem russischen Präsidenten Putin zu: Stoppen Sie endlich diesen Krieg. Krieg darf niemals Mittel der Politik sein. Niemals. Das galt für die NATO-Bomben 1999 auf Belgrad. Das galt für die US-Bomben 2003 auf Bagdad. Und das gilt natürlich auch für die russischen Bomben in diesen Tagen auf Kiew. Die Linke, meine Damen und Herren, ist, war und auch bleibt die Partei des Völkerrechts und des Friedens. Und hier gibt es auch kein Deuteln und auch kein Wackeln. Wir verurteilen alle völkerrechtswidrigen Kriege, und wir lassen auch nicht zu, dass ihre Opfer vergessen gemacht werden. Und deshalb senden wir auch hier von Bochum aus ein Zeichen der Solidarität an die ganzen Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner weltweit, aber ganz besonders auch in Russland, die gegen den Krieg auf die Straße gehen und jederzeit und aller Orten mit Verhaftung rechnen müssen. Der Oligarchenkapitalismus, meine Damen und Herren, führt den Krieg gegen die Ukraine, nicht die russische Bevölkerung, die am Ende aber unter den schweren, schweren Wirtschaftssanktionen am meisten leiden wird. Und liebe Freundinnen und Freunde, wer in diesen Tagen auf die Vorgeschichte des Angriffs Russlands verweist, der wird sogleich als Putin-Lobbyist oder Putin-Versteher denunziert und diffamiert. In einer Analyse aber der regierungsnahen oder von der Regierung finanzierten Stiftung Wissenschaft und Politik, in einer aktuellen Studie, ist unmissverständlich festgehalten, ich zitiere: Die Erosion der Sicherheitsvereinbarungen für Europa weist auf eine tiefere Wurzel des Ukraine-Konflikts hin. Zitat Ende. Ich finde, das muss man doch irgendwie zur Kenntnis nehmen. Und so utopisch dies in diesem Moment auch erscheinen mag, darum muss es jetzt gehen, um diesen Krieg tatsächlich sofort zu beenden. Wir müssen zurück zum Völkerrecht und zur Diplomatie. Wir brauchen gemeinsame Sicherheitsvereinbarungen in Europa. Gegenseitige Sicherheit ist die Sicherheit für alle Menschen in Europa. Und dabei begrüßen wir auch jeden Strohhalm, wie zum Beispiel die Waffenstillstandsverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland aktuell. Alles muss getan werden, damit Putin diesen Angriff stoppt und die russischen Truppen sich endlich aus der Ukraine zurückziehen.
Liebe Freundinnen und Freunde, wie viele andere habe auch ich mich leider geirrt, was die Einschätzung der Kriegsbereitschaft des russischen Präsidenten angeht. Im Vorfeld hatte ich einen Einmarsch Russlands zwar niemals ausgeschlossen, aber für unwahrscheinlich gehalten. Wie im Übrigen aber auch der ukrainische Präsident Selenskyj und der deutsche Chef des Bundesnachrichtendienstes Karl, der in Kiew vom russischen Einmarsch überrascht wurde und mit einer Spezialeinheit evakuiert werden musste. Jetzt mir daraus den Vorwurf zu machen, ich hätte mich von der russischen Propaganda instrumentalisieren lassen, ist schlicht unredlich und infam. Tatsächlich habe ich in den vergangenen Wochen immer und immer wieder vor einer weiteren Eskalation des Konflikts und der Gefahr eines Krieges in der Ukraine gewarnt. Auf der Kundgebung der Friedensbewegung in Berlin am 18. Februar vor dem Brandenburger Tor habe ich ausdrücklich eine Truppenentflechtung und den Truppenrückzug eingefordert. Und gerade deshalb habe ich ja, wie viele andere auch, immer wieder gemahnt, die Sicherheitsinteressen aller Seiten ernst zu nehmen. Und ganz sicher nicht gedacht habe ich, dass der russische Präsident so weit geht, wie wir es jetzt erleben müssen. Dass einem Land, einem ganzen Land, ein völkerrechtswidriger Krieg aufgenötigt wird, dass der Ukraine jede Souveränität abgesprochen wird. Nein, dieser Krieg ist durch nichts zu rechtfertigen. Und deshalb senden wir auch von hier aus der klaren und unmissverständlichen Botschaft, die unmissverständliche Botschaft an den russischen Präsidenten, der offenbar ganz allein diese Entscheidung gefällt hat: Stoppen Sie endlich diesen Krieg, ziehen Sie die russischen Truppen raus, und kein Sicherheitsinteresse rechtfertigt einen solchen völkerrechtswidrigen Krieg. Nicht nur der Krieg war historisch in diesen Tagen, liebe Freundinnen und Freunde. Der vergangene Sonntag war auch ein historischer Tag. Bundeskanzler Scholz hat eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages einberufen und unter Beifall der Ampelkoalition plus der Unionsfraktion eine regelrechte Aufrüstungsrede gehalten. Gegen die Stimmen meiner Fraktion wurde das größte Aufrüstungsprogramm seit Ende des Zweiten Weltkriegs beschlossen. Was für ein Wahnsinn, muss man sagen. Praktisch über Nacht wurden 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr auf den Tisch gelegt. Und noch in diesem Jahr soll der Rüstungsetat zudem auf über 2% des Bruttoinlandsprodukts angehoben werden. Das ist laut Berechnungen der Stiftung Wissenschaft und Politik und der Gesellschaft für Auswärtige Politik sind das ungefähr 85 Milliarden Euro. Jetzt das größte Aufrüstungsprogramm nach dem Zweiten Weltkrieg aufzulegen, ist meiner Meinung nach der helle Wahnsinn. Und ich frage mich, wohin soll das eigentlich führen? Als würde eine Hochrüstung zu einem Ende des Blutvergießens in der Ukraine beitragen. Als hätte Wettrüsten in der Vergangenheit einen Krieg verhindert. Als würden die NATO-Staaten nicht schon jetzt, heute, über 1,1 Billionen Euro für Rüstung ausgeben. Wie viel soll da noch obendrauf kommen? Deutschland hat mit über 50 Milliarden Euro im Jahr schon jetzt die höchsten Militärausgaben in der Europäischen Union. Und zu glauben, durch weiteres Mästen der Rüstungsindustrie könnten Managementfehler der Bundeswehr beseitigt werden, ist absurd, im besten Falle naiv. Und es ist erschreckend auch zu sehen, wie schnell auf einem Schlag das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Zweiten Weltkrieg beschlossen wird, während Pflegekräfte noch heute auf ihren bescheidenen Corona-Bonus warten, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss man sich mal vorstellen. 2 Jahre Pandemie hat es gebraucht, 1,5 Jahre
hat es gedauert, eine Diskussion über diesen Pflegebonus zu führen. Und gerade einmal 1 Milliarde Pflege wurde nach 1,5 Jahren Diskussion und 2 Jahren Pandemie beschlossen. Aber über Nacht waren auf einmal 100 Milliarden für die Bundeswehr, für Militär und Rüstung da. Die Hochrüstungsvorhaben bringen den Menschen doch in der Ukraine nichts, meine Damen und Herren. Sie bringen keinen Frieden, sondern neue Kriegsgefahren. Und dafür gehen die Aktienkurse der Rüstungsschmieden in diesen Tagen durch die Decke. Was für ein Zynismus, möchte man rufen. Während die Menschen in Kiew sterben, macht Rheinmetall an der Börse Kasse. Die Rheinmetall-Aktien, seine Düsseldorfer Waffenschmiede, haben schon gestern einen Rekordkurssprung um fast 50% gemacht. Und der Rüstungsbauer Hensoldt hat sogar um fast 90% an der Börse zugelegt. Die weitere Militarisierung führt uns alle in den Abgrund. Und es ist doch Unsinn zu glauben, der Ukraine-Krieg sei entstanden, weil zu wenig aufgerüstet wurde, sondern weil die NATO-Erweiterung vorangetrieben wurde, weil wichtige internationale Abrüstungsvereinbarungen einfach einseitig aufgekündigt wurden und damit Vertrauen nachhaltig zerstört wurde. All dies aber rechtfertigt nicht den Einmarsch in der Ukraine. Ich will es noch mal deutlich sagen. Der Krieg in der Ukraine muss von Russland beendet werden. Und das sofort. Das ist nämlich die Voraussetzung, um zu einem System allseitiger und umfassender Sicherheit kommen zu können. Hochrüstung führt uns aber in die Sackgasse der Konfrontation. Hochrüstung ist kein Beitrag für den Frieden, sondern führt nur in eine weitere Eskalation. Und deshalb muss jetzt wirklich mit allen zur Verfügung stehenden diplomatischen Mitteln auf die russische Regierung eingewirkt werden, dass sie die internationalen Abkommen, die Regelwerke, die sie auch selbst unterschrieben hat, die völkerrechtlich verbindlichen Verträge, darunter die Charta der Vereinten Nationen, die Schlussakte von Helsinki, die Charta von Paris, die NATO-Russland-Grundakte und das Budapester Memorandum. Daran müssen sie sich messen lassen. Und deshalb sagen wir auch, es muss auch sofort humanitär geholfen werden. Die Grenzen müssen für die Geflüchteten geöffnet werden, egal welcher Hautfarbe, Religion oder Herkunft sie sind. Und wir in Bochum sagen deshalb, stoppt diesen Krieg. Die russischen Truppen müssen zurückgerufen werden, abgezogen werden. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.